Ein herzliches Willkommen, ich bin Lego und heute haben wir ein neues Game Heritage. Genau, das war jetzt typisch französisch, oder französischer Akzent. Gut, Quatsch beiseite. Hi, ich bin Echo von der Echo LP. Heute möchte ich euch mal ein anderes Indie-Horror-Game-Dingens vorstellen. Heritage heißt so viel wie Erbung. Und ist von den Leuten Beyond Last Frontier, was glaube. Und also BLF, kurz gesagt. Und ich glaube, das ist ein spanisches Entwicklerteam. Dieses Spiel basiert auf der Unity Engine, welches glaube genau dieselbe sein müsste wie bei Slender, The Eight Pages. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Nun gut, ich will einfach gleich mal hier gleich Bums Aue Feuer. Das ist wie gesagt ein Indie, also ein Horror-Game. Ich weiß nicht, was mich erwartet, hab bloß mal gelesen. Das ist glaube von 2012 sogar. Hab bloß mal gelesen, oh, das ist nicht schlecht und so. Gut, dann machen wir einfach mal. Das Spiel ist komplett auf Englisch. Ich kann zwar so ein bisschen Englisch, aber so herausragend ist mein Englisch jetzt auch nicht. Also, habt etwas Mitleid. Also legen wir einfach mal gleich los hier und los. Press Escape to Jump Intro. Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Why is that we always yearn childhood memories when we lost someone? Was hieß yearn? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls haben wir, ne? Why does memories become painful nightmares when we lost someone? Ja, warum werden Erinnerungen so schmerzvoll? Oder warum werden daraus so schmerzvolle Nachtmare, heißt das ja eigentlich, also Albträume, wenn man jemanden verloren hat? So fühle ich mich gerade. Also es geht hier praktisch darum, die Großmutter ist gestorben. Weisheit. Weisheit, die allein nur mein Gedanken, also meine Erinnerung ist, nachdem sie vor 3 Tagen dahingeschieden ist. Also die Hauptprotagonistin kehrt also zu dem Haus zurück, wo die Großmutter wohl verstorben sei. So voller Erinnerungen und Kenntnisse, Fragen. Vielleicht werde ich bald inneren Frieden finden. Tja, das werden wir sehen. Loading. Und dann sind wir auch schon im Spielgeschehen. Also die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Irgendwie ruckelt das so ganz komisch oder täuscht das? Oh. Ich habe auch gelesen, dass es eine ganz komische Atmosphäre haben, das Spiel. Soll sich wohl so ähnlich spielen wie Penumbra. Und, also für die, die es auch kennen. Und Amnesia. Bin ich mal gespannt. Eigentlich bin ich überhaupt nicht ein Freund von sowas, aber... Also grafisch ist jetzt nun echt keine Wucht, aber... Na gut, wir werden sehen. Front Door. I just got here. I want to meditate the loss and remember the moments I spent with her. Ja, also wir wollen ja noch nicht los, wir wollen ja noch rummeditieren und ja, sich an die Momente erinnern, die sie mit ihrer Oma verbracht hat. Es ward Licht. So, was können wir denn hier, was gibt's denn noch? Glöck. Eine alte hölzerne Uhr. Sie scheint kaputt zu sein. Ach. Wir haben die Wanduhr untersucht und haben ein kleines Stückchen Metall gefunden. Es ist ein Schlüssel. Wir haben es auch so gleich genommen. Ja, ich habe mal kurz die Steuerung schon mal angeguckt. Also hier Inventar mit der Tab-Taste. Wie es weitergeht, habe ich schon mal vergessen, ehrlich gesagt. Ach so, und Notiz mit N. Omas Notiz. Eine Notiz von Oma? Ich sollte sie lesen. Ja, dann lies. Alter, was sind das für Geräusche, ey, im Hintergrund? Alter. Ich hab sie mal... Wieso, this is very strange? I copied the text to my notebook, this is very strange? Okay, also die Atmosphäre ist wirklich komisch hier. So ein bisschen... So, Notiz.
Wenn du diese Notiz liest, bin ich tot. Bitte sei nicht traurig und pay attention. Pay attention, ja. Ich habe manchmal dieses Problem mit dem Englisch. Ich weiß zwar, was das bedeutet, aber ich finde immer diese ruckartigen Übersetzungswörter jetzt nicht, wenn ich da jetzt so laut drüber spreche. Also wir sollen dem Schreiben hier Achtung schenken. I had discovered something beyond imagination. Indescribable to your sense of your world. I left my will within notes and puzzles that will help you understand. Search the clock for a key. Okay, das haben wir nun schon gemacht. Also sie hat hier Puzzle und Notizen hinterlassen, damit wir das ganze Geschehen hier verstehen. Sie hat irgendwas, ja. Gut, müssen wir, na, ich will raus. Nein, nicht so. Ich habe gerade gesehen, wir können noch speichern. Puh. Ja, hier gibt's nichts. Aber wieso sind hier eigentlich Gitter davor? Was hat die gemacht? Wer ist unsere Oma? Da war doch irgendwas. Table? Geht gar nicht. Ah. Ich erinnere mich daran, als wir hier diniert haben. Meine Großmutter kochte sehr gut. Das ist schön. A dish. Ein Teller. Haben wir jetzt... Just a simple dish. A small bronze key as for a jewelry box. Okay. Sind die komischen Geräusche auf einmal weg? Was haben wir denn hier im Oh! Alter! Oh, das war jetzt... Alter! Haben wir nicht irgendwo noch... Ah! Tell me on the dead and da. A compact stereo. I can play CDs and MP3s. It has a radio too. Still, I'm not turning that on. Oh, why not, girl? Oh, wir können unsere Füße sehen irgendwie. Aber, naja. Ein Glas? Das können wir nehmen. Countertop. My grandmother always loved when I helped her in the kitchen. Ja, welche Oma mag das nicht, wie man einfach mit in der Küche drin rumwuselt und... Ein Telefon. Seltsam, es funktioniert nicht. Ah, das hatten wir eben schon. A kettle? I love making coffee in the red kettle. In this red kettle, okay. Ich liebe das auch so. When she cooked as this, smell the delicious smell of food. Ja, Oma kocht eigentlich immer gut. Besteck. Gabeln. Löffel. Messer. Nichts Ungewöhnliches. Oh. Kendrick, wie jetzt? Na, ich komm nicht. Ich komm nicht ran. Hä? Können wir uns einfach nicht bewegen, wenn wir uns ducken? Nee. Mülleimer. Was wollen wir denn mit einem Mülleimer? Why am I carrying a bin? Wo sind eigentlich die komischen Hintergrundgeräusche hin? Die sind auf einmal weg. Ja, das haben wir eben auf. Ich bin nicht so hungrig, noch habe ich die Lust zu kochen. Irgendwas zu kochen. Oven haben wir schon. Oh, hier geht's raus. Ah, von unserer Schritte, okay. Alter, wieso ist das hier? Wieso sind da Gitter davor? Was ist das hier? Ich sehe nichts. Es ist übelst dunkel hier gerade bei mir. Huh. Dann, als ob da noch stehen würde. A lock prevents me from opening the door. Okay. Ja, damit kann ich jetzt sehr viel anfangen. Oh, jetzt sind die Geräusche wieder da. Alter, ist das eine komische Atmosphäre, ey. Ich krieg gerade so ein bisschen Gänsehaut.
Mal nur das Licht an hier. Who are you? Kalusa-Bild. Ups, die Maus. Theodore Kalusa. She named him a few times. Also, sie hat ihn öfters mal erwähnt. Along with Klein? Hm? It has to do with Space Dimension. Achso, okay. Ey, was sind das für... Alter, die Geräusche, ey. Oh, ist das hier unsere Oma? Whoa. 48. Anniversary. Da steht da Dark Snake Studios. Okay. Aber heißen die nicht BLF? Ist ja bloß noch, dass sich die Fratze bewegt oder so. Alter, nee, die Geräusche. Was haben wir denn hier drin? Omas Stiefel, Omas gutste Klamotten. Hm. Nothing more. Ist auch nichts. Nope. Huch. Und irgendwelche Lumpen. Ach, hier ist ja auch noch was. Jewelry Box. Okay. Oh, eine Glotze. Erstmal Fernsehen gucken. A pretty nice TV. Ein ziemlich guter, ja, Fernseher. Das ist wieder typisch. Das sind ja die meisten. Die brauchen einen Fernseher zum Einschlafen. Das mag ich immer gar nicht. Passiert mir zwar auch ab und zu mal, aber das mag ich überhaupt nicht. Mit Fernseher einschlafen. Also. Boah. Ey, bloß das Licht an hier. Nichts machen. Wir sehen nicht mal ein Spiegel hier. Können wir da aufmachen? Können wir hier irgendwas machen? Nö. Hä? Was sollen wir denn mit dem Mülleimer? Oh. Hoppala. Eine Waschmaschine. Unlike other wash machines, this does not make much noise. Okay. Also ist das so ein ruhiges Produkt. Alter, ist das dunkel. Haben jetzt hier die Treppen hochgestolpert, oder wie? Boah, ist das hell. Hier können wir die schöne Stadt sehen. In der Oma wohnt. Und die Sonne scheint gerade unterzugehen hier. Bitte wieder zu, danke. Es zieht nämlich. Und was haben wir denn hier? Chemiebücher. Grandma hat mir studying chemistry in school, for school. Meine Oma hat mir nicht für Chemie geholfen. Theodor. Something about fifth dimension. Okay. Chemistry. Alter. Physikbuch. Grandma was obsessed with how things work. Was ist das für eine komische Oma? The Mystery of Atom? Interesting title. Psychologie. I guess this volume explains our minds. Wenn du meinst. Hahaha, verstanden. Novel Books. Books I had never heard of. Und hier sind gleich mehrere drin. Astronomie. Sehr interessante Bücher über das Universum. Und Buddhismus. Einige Bücher über Buddhismus-Religion. Hier haben wir noch ein Scheißhaus. Was ich dann? Also, jetzt ehrlich, nehme ich jetzt nicht mit. Das wird mir zu blöd hier. Mal gucken, was haben wir denn hier? Hey, hallo? Ich kann nicht. Ah. Alter. Ja, das wollte. War was? Ich glaube nicht. Man kann nicht treten, man kann nichts machen hier. Irgendwelche alten Lumpen. Hier ist nichts. Auch nicht. Und da unten auch nicht. Und da, oh. Eine Laptop-Batterie. Can't. Zack und mitgenommen.
Können wir uns eigentlich die Sachen mal richtig angucken hier? Ah, genau. Ein normales Glas. Ich liebe es. A nice yellowish flashlight. Ja. Jewelry Box. Batterie für einen Laptop. Seit wann hat Oma einen Laptop? Oh, die Geräusche, Alter. Ich kriege gerade übelste Gänsehaut. So, gibt es hier sonst noch etwas? Fand das mit dem Stuhl hin? Sind so verdächtig. Brick Wall. Diese Wand war bei meinem letzten Besuch nicht mehr hier. Nicht hier, wo ich meine Großmutter besucht hatte. Ist bestimmt zerbrechen oder so, ne? Ja, mehr gibt es jetzt hier erstmal nicht.